Scheiße. Das ist ja schon gestartet, Mann. Ich hatte gerade wieder eine etwas längere Matching-Zeit, so 6 Minuten. Dachte ich, naja, gut, wird wohl wieder 10 Minuten, 15 Minuten dauern. Gehst mal schnell eine rauchen. Und ich muss ins Big Red. Und ja, komm zurück, dann ist es schon gestartet, Mann. Und in der Tat habe ich gesehen, es gibt einen neuen Flash Drive, diesen Encrypted Flash Drive. Mann, ich freue mich, dass ich hier einen Flash Drive nach dem anderen finde, aber es war nie der. Naja, die brauche ich auch, aber fürs Gear brauche ich ja zwei Security Drives. Und da habe ich noch keins gefunden. Ich habe auch noch nie hier vom Zelt einliegen sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Schnell das Ding abholen, dann in Factory platzieren. Hoffentlich klappt es. Hoffentlich kommen wir gut durch. Was gut war mit dem Scaffern, habe ich auch mit dem Punkhaus-Key gefunden und Oli Logistik und was war es noch? Oli Office, glaube ich. Und auch schon den Schlüssel für die den Cabin Key hinten für die Kabine im Trainerpark. Da muss man ja auch was abliefern dann. Das ist schon mal alles gar nicht so übel. Sonst bin ich halt nur mit Schlüsseln relativ schlecht verwöhnt sozusagen. Ich habe immer Pech, ich finde immer nie welche. Waffenkiste da hier. Sogar zwei. Und es ist so geil, man muss sich auch keinen Kopf machen, ob da einer campt oder so. Das machen die KI-PMCs ja, glaube ich, nicht. Hoffe ich mal. Oh, der Vogel, Alter. Ich dachte, da kommt einer gerannt. Geil wäre es wahrscheinlich, richtig geil ist es dann im Koop. Aber Klaus hat es noch nicht freigeschaltet bekommen und Fleischbänder auch nicht. Wo ist er hin? Kein Blut an der Wand gesehen. Ich weiß nicht, ob der hinüber ist.
Ne, ich hab den nicht alles da hinten. War knapp. Ich muss mich beeilen. Was dann, Gatto?
so. Jetzt liegt er lang. Lass mal sehen, 3700. Ja, 7 Stück erschossen, okay. Jetzt nicht so der Hit. Aber passt.